Ja, moin. Was ihr hier seht, ist mein neuestes Projekt, was ich fertiggestellt habe. Ein Raspberry 3 B Plus im Gehäuse eines Commodore 64 angeschlossen über einen Keyer an die alte Tastatur mitsamt einer kleinen externen Festplatte, welche hauptsächlich für RetroPie, für Commodore und Amiga-Spiele zum Einsatz kommen soll, obwohl ich mit auch einen All-in-One-PC fertigstellen wollte. Realisiert habe ich das Ganze mit Hilfe von Variboot und wie gesagt dem Kira. Hier nochmal ein Foto von dem Commodore im ruhigen Zustand. Von oben, wie man ihn sehen würde. Und hier nochmal von der Rückseite. So, hier haben wir den Commodore einmal angeschlossen. Beziehungsweise eben für euch. Ihr seht, die Lampe oben leuchtet. Das zeigt, dass der Kira im Emulationsmodus eingestellt ist, extra für Wise und andere Emulatoren. Angeschlossen habe ich den Raspberry per HDMI-Kabel meiner Switch an den Fernseher. Und außerdem habe ich ein billiges USB-Pad zur Demonstration angeschlossen und eine USB-Maus, weil ich euch nämlich nur zeigen will, wie das Teil im Desktop-Betrieb abläuft. Und außerdem, ja, habe ich schon ein paar Spiele drauf kopiert. Leider seht ihr auch, dass die Stromalterung nicht ganz so gut halten will, aber das liegt eher an dem 3D-Druck, der ist ein bisschen gescheitert. So, hier haben wir paar Spiele drauf, hauptsächlich welche, die ich aus meiner Kindheit kenne, plus Turrican. Da hatten wir die Elite-Version von Donkey Kong, die Ocean-Version, Elite, was meine Eltern vornehmlich gezockt haben früher, und River Raid, was bei uns in Deutschland ja indiziert gewesen ist. So, jetzt habe ich mal Donkey Kong gestartet. Weiß, läuft im Warp-Modus, damit die Ladegeschwindigkeit ein bisschen schneller vonstatten geht. Leider hat der Raspberry 3 B Plus auch ziemlich Undervoltage und ich weiß nicht warum. Ihr seht das Kabel hier, das soll eigentlich genau für das Gerät ausgelegt sein, aber irgendwie will das nicht on sein. Und der 3D-Druck für die USB-Halterung, der war auch nicht so pralle, aber damit kann ich sogar leben. Hier hat es bereits geladen, das Spiel. Und tatsächlich ist die Steuerung ein bisschen tricky einzustellen. Man muss den Wise-Emulator im normalen Modus mit dem Kira irgendwie starten, dann muss man den irgendwie umstellen auf Emulationsmodus, wieder zurück und wieder auf Emulation stellen. Aber hinterher funktioniert es dann, wie ihr hier sehen könnt, der kann mit der Tastatur umschalten. Da haben wir den Title Screen und hier haben wir schon mal die Auswahlmöglichkeit. Ob mit Trainer oder nur Highscores. Ich habe mal ein bisschen schon vorgespielt, da haben wir einen Highscore von 199.000. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie schön das Ganze einhändig mit dem billigen SNES-Nachbau hier überhaupt funktioniert. Und das tut es doch relativ gut, trotz Undervoltage und trotz, dass ich in der anderen Hand mein Telefon halte, mit dem ich das Video hier aufzeichne. So, als nächstes will ich euch hier im Variboot-Menü zeigen, dass ihr auch, nachdem die Festplatte erkannt und eingebunden wurde, Ubuntu Mate installiert habe. Das wollen wir jetzt mal starten. Der Ladevorgang dauert ein wenig. Ich schätze, das liegt tatsächlich mit daran, dass er unterversorgt ist vom Strom her. Da kann ich mich auch täuschen. Viel habe ich noch nicht gemacht in dem Betriebssystem. Nur den Hintergrund ein bisschen gewechselt, damit es ein bisschen vom Stil passt. Und ja, ansonsten, ich klicke hier mal ein bisschen rum, seht ihr. Mate ist der Desktop, also die Weiterentwicklung von GNOME 2.32.
Und ja, wer dachte, da jetzt ein Raspberry eingebaut ist, kann er den so gar nicht mehr benutzen. Doch dort, das funktioniert. Der Kira hat noch einen externen USB-Anschluss, welcher derselbe ist wie bei vielen Druckergeräten. Und darüber lässt sich der Commodore als ganz normale USB-Eingabetastatur verwenden. Und so kann er auch am normalen PC schreiben oder auch spielen, wie ihr seht, Pinball. Das funktioniert natürlich auch, soweit es mit der Tastatur möglich ist, die der Commodore zur Verfügung stellt, ohne Probleme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls nicht, ist auch nicht schlimm. Ihr hattet meinen Spaß, ich wollte euch etwas zeigen. Das habe ich getan. Macht was. Macht das Beste aus eurem Tag und bis demnächst irgendwann mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.